Ja, hallo und herzlich willkommen zurück im Winterwunderland von Star Trek Online. Es ist immer noch schweinekalt, aber ich bin bereit, das ein oder andere Opfer für euch zu bringen und habe mich hier dementsprechend auch weiterhin dick angezogen mit meinem Discovery-Pulli und werde heute unterstützt und begleitet von meinem Tardigraden aus der Star Trek Discovery Ära. Na, da kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ich habe mich zu dieser dritten Folge Winter Wunderland entschlossen, um euch einfach mal auch noch die restlichen Events zu zeigen, die es hier so gibt. Ich habe noch mal ein bisschen an meinen Aufnahmeeinstellungen rumgespielt und die Spielequalität ein kleines bisschen runtergeschraubt, in der Hoffnung, dass es heute, wenn viel los ist auf dem Bildschirm, vielleicht nicht allzu sehr oder im besten Fall gar nicht ruckelt. So, was erwartet uns denn hier als nächstes? Ich befinde mich hier an der Eisfläche und da hinten seht ihr schon allerlei aufgebaute Apparaturen für das sogenannte klingonische Eisangeln, für das ich mich bereits gerüstet habe. Hier unten mit meinem klingonischen Anglerhandschuh. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor es losgeht. Wir können hier oben mal gucken. Das klingonische Eisangeln beginnt in 4 Minuten. So, was sagt uns das Infofenster zum klingonischen Eisangeln? Nehmen Sie an der klingonischen Neujahrstradition teil. Gehen Sie Eisangeln und verwenden Sie Fische, um den Koskari an die Oberfläche zu ködern. Greifen Sie ihn an und besiegen Sie ihn, um sich gutes Glück zu sichern. Das werde ich dann gleich mal für euch und uns und mich einfach mal ausprobieren und hoffe, dass ich uns damit dann auch gutes Glück für das kommende Jahr sichern kann. Da wir jetzt noch etwas Zeit haben, möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch noch mal etwas zu dem Winter-Event Schiff zu zeigen, was man ja, wie ich euch schon erklärt habe, für 1000 Winterpreisgutscheine bekommen kann. Da gehe ich hier mal in das Rufsystem und da gibt es hier ein Projekt, mit dem man das Ganze sich dann besorgen kann. Also man startet das hier und zahlt dann irgendwann hoffentlich die 1000 Marken ein, wenn man nicht allzu viele Tage des Events verpasst hat. So, was gibt's dann? Es gibt das Vikiri Stow Kriegsschiff Stufe 6. Und ich habe es ja schon angedeutet, realistisch ist anders. Man sieht hier hinten schon, wie der Feuerschweif aus dem Schiff schlägt. Aber ich find's irgendwie ziemlich cool. Und damit ihr das Ganze auch mal kurz, zumindest in Action sehen könnt, habe ich da mal etwas für euch vorbereitet. Viel Spaß! Ja, so sieht es in Action aus. Das Star Trek Online Heavy Metal Schiff. Hot or Schrott? Urteilt selber, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr möchtet. So, lange dauert es nicht mehr, bevor es losgeht mit dem klingonischen Eisangeln. Deswegen werde ich mich hier schon mal ein bisschen vorwagen. Aufpassen, dass ich mich hier nicht auf die Nase lege. Ich hoffe, dass ich den Eishandschuh dann gleich auch einfach so benutzen kann. Ich glaube, ich habe das einmal vor Jahren, als es rauskam, das klingonische Eisangeln, einmal ausprobiert. Deswegen muss ich sagen, ich garantiere für nichts. Soweit ich mich erinnere, muss man hier irgendwie Löcher in das Eis schlagen mit dem Angelhandschuh, Fische besorgen, die dann da reinwerfen. Ja, um dann dieses, wie heißt das doch gleich? Muss ich nochmal nachlesen. Den Koskari an die Oberfläche zu ködern. Ja, ich bin gespannt. Wir gucken mal. Ach, hier vorne kriegt man vielleicht noch was erklärt. Mal, Angelmeister. The New Year is upon us.
Let us fish for honor and glory. Lasst uns für Ruhm und Ehre angeln. Ja, wenn das mal nicht. I'll have the horn sound when the time for fishing has come. Be sure to be here when it's time to fish. Ich werde in das Horn blasen. Ein klingonisches Neujahr. You have delved into the lore of Klingon culture to find a new winter celebration for everyone to enjoy this year. Many Klingons believe that when dishonored warriors die, they take the barge of the dead across the blood-red waters to Gretthor. These waters are filled with pale serpents known as the Koskari. The time to fish has come. It is from this point honors were a certain death. Of course, the new year is a... The time to fish has come. Opferschale befüllen. So, wie geht das denn jetzt? Oder ist es noch nicht losgegangen? Ausgewählt habe ich den Handschuh doch eigentlich. Waffe holstern, Waffe ziehen. So, ausgewählt habe ich sie. Umikoskari. Fische abgegeben. Muss ich hier noch irgendwas annehmen? Nein, kann eigentlich nicht sein, oder? I'll have the horn sound. Q has warriors with certain part of course the new year. Ja, ach so, unter der Oberfläche sind Fische. Ah, so geht das. Man muss erstmal die Fische finden. Jo, ich habe einen Fisch. In der Opferschale. Ah, ja. Ein großer Fisch. Ein mittlerer Fisch. Der sieht... Oh, schade, ich dachte, ich würde den ganz großen kriegen. Natürlich schön, es würden noch ein paar Leute mitmachen. Ich fürchte... Okay, hier ist kein Spot. Das leuchtet dann so ein bisschen heller. Wenn nicht noch ein paar Leute mitmachen, ob es dann was wird. Wir probieren es einfach. Wir haben ja immerhin eine Viertelstunde Zeit. Coole Methode übrigens zum Fischen. Finde ich nicht schlecht. Das kommt in meinen Top-Highlights, wie man fischt. Direkt nach Dynamitfischen. Aber Dynamitfischen kommt ja dann erst zu Silvester, wenn es Krachbumm machen soll. Boah. Naja. Ein legendärer Fisch. Wie geil ist das denn? Ein bisschen schwierig, den hier rüber zu bringen. Aber gute Dekoration, könnte ich mir vorstellen, beim dem monströsen Fisch ablegen. Dass man das beim Schiffsschneider sich aussuchen und auch dauerhaft wählen kann. Als Kopfschmuck. Na, wo wirft ihr den denn weg? Ja,
oder der nächste Legendäre? Spring doch mal auf meinen Tatigraden. Du bist mir auch ein tapferer Begleiter. Könntest ruhig mal was machen. Na, guck mal. Da macht wenigstens noch jemand mit. Kopf weg. Dann schlage ich dich mit unter die Eisfläche. Gerne einen Fisch. Sind Tardigraden eigentlich Vegetarier, Fleisch- oder Allesfresser? Ich weiß es nicht. Mal zwischendurch gibt es immer noch ein paar Belohnungen, das ist auch ganz nett. Ornamentfragmente und sowas. So, das ist noch nicht mal die halbe Zeit um. Gleich ist die Hälfte der Opferschale gefüllt. Nehmen wir mal an, dass das machbar sein sollte. Da hat noch einer so ein Teil auf dem Kopf. Guckt ihn euch an. Er springt. Ach so, vielleicht kommt man dann ein bisschen. Tut mir leid, ich war schneller als du. Meine kleine Andorianerin. Schale füllt sich und füllt sich und füllt sich. Da scheint jemand nicht zu wissen, wie es funktioniert. So schwierig ist es doch eigentlich gar nicht. Oder ist dir das nicht Kampf genug, meine kleine Andorianerin? Die steht da nur noch rum. Naja, ich hatte mich ja auch nicht direkt erinnert, wie es funktioniert. Sehen wir es hier nach. Dafür haben uns die Andorianer ja insbesondere in der Archer-Price-Ära sehr geholfen. Viele Grüße an's, schön, wenn du ihn siehst. Ja, so funktioniert's. Gut gemacht. Ihr habt's verstanden. Zugucken, lernen, nachmachen. Funktioniert fast überall im Leben. So, so langsam füllt sich die Opferschale. Gummikoskari, na, da bin ich gleich mal gespannt. Monströsen Fisch. Ein monströser Fisch wäre auch nicht schlecht, wenn ich davon noch einen kriegen würde. Ich nehme auch einen epischen Fisch. Einen epischen Fisch, wenn es sein muss. MK15 mit Goldrand. Naja, auch kleine Fische machen Mist. Nur nicht, wenn sie aus Gummi sind. So, eigentlich müssten wir es gleich geschafft haben. Oh, cool. Der frisst. Hey, gehst du weg? Kann ich dir helfen? Nein. Muss den Fisch noch erschlagen. So, eigentlich müsste es doch jetzt gut sein, oder? Okay.
nicht mehr mit dem Eishandschuh, glaube ich. Sondern, dann nehme ich doch mal die Schneefräse. Die Schneefräse, die gute alte. Und schon bin ich eingefroren. Entschuldigung. Das läuft ja gut. Stecke ich mich mal ein bisschen hier. Was ein Räume. Na, es ruckelt doch noch ein bisschen, wie ich sehe. Ich hoffe, das tut eurem Start beim Zusehen keinen Abbruch. Scheint aber zumindest ein bisschen besser zu sein als bei der letzten Aufnahme. Ah, oder auch nicht. Liebe Zeit. Ja, aber es muss zu schaffen sein, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Muss ich einfach mal so ein bisschen hinter diesem Teil bleiben. Lange macht das nicht mehr. Uiuiui, der schlägt aber ganz schön um sich. Aber eigentlich kann ja nicht viel passieren, das Ding ist ja aus Gummi. Mal ein bisschen einseifen hier. Uiuiui. Ganz hinter sich. Ja. Gut gemacht, Jungs und Mädels. Da hat einer seinen Eishandschuh verloren. Oder? Ja, vielen Dank für diese nette Runde. Dann gehe ich mal wieder zurück an den Startpunkt und gucke mal, was wir da noch so treiben können. So. Boah, der Händler. Der hat es früher übrigens mal. Ich sehe gerade, das haben sie wohl vollständig entfernt. Ein Kuchenwettessen gegeben. Stattdessen haben wir aber hier, guck mal, eine Miniaturausgabe des Lebkuchendorfes. Da haben die jetzt eine Warteliste hingebaut, aber auch nicht erst dieses Jahr. Letztes, vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr genau. Da kann man einer Winterinvasionswarteliste beitreten. Und das ist dann nochmal die Verteidigung des Winterdorfes, allerdings nicht. Ja, ich glaube, es ist doch wieder gegen den Schneemann Overlord. Aber diesmal wird uns da kein Schneekunianer zur Hilfe eilen. Ich zeige es euch einfach mal und trete der Warteliste bei. Und schön, es funktioniert auch sofort. Müssten wir dann gleich in das Lebkuchendorf transportiert werden, wenn alle anderen, die sich eingereiht haben, die Mission auch annehmen sollten. Ich will hoffen, dass das hier nicht allzu lange dauern wird. Da steht der Rennkoordinator. Ich habe allerdings mein Eisrennen bereits abgeschlossen und los geht's. Da sieht ihr nochmal das Stalker. Welcome to the Gingerbread Colony! Hey, you arrived just in time! The sugar-hating snowmen are on their way! Several members of our town council are still trapped in the village! If you could rescue them and beam them back to my house, we can start giving those cold-hearted snowmen their just desserts! Soll den Dorfbad retten. Snowballs and snow guns are the only weapons that will work in Gingerbread Colony. So if you don't have a snow gun handy, take a moment to stock up on snowballs. The baker known as Q likes to drop presents and candy throughout our village.
Schlagen Sie die Schneemänner zurück, helfen Sie verwundeten Lebkuchenleuten und transportieren Sie gefangene Ratsmitglieder in Sicherheit. Na dann, gucken wir uns das mal an. In 5 Sekunden gehen die Tore auf und dann geht's los. Das schon einmal gespielt, um es zu testen, damit ich hier nicht so ganz planlos rumlaufe. Da bin ich dann allerdings hier direkt losgelaufen zum Schneemann Overlord. Und die anderen Kollegen haben noch ein Bonusziel erfüllt. Hier muss es wohl auch noch sowas wie einen Schnee-Yeti geben. Da will ich mal gucken, ob ich den euch zeigen kann. Ich weiß gar nicht, wo man dafür hin muss. Vielleicht laufe ich einfach irgendjemandem hinterher. Oh, this is terrible! A gingerbread colonist has been frozen! Wonderful! You rescued a gingerbread council member! Hooray! Die Stimme wohl verfremdet worden ist, oder ob das... Wo lauft ihr woanders hin? Ist da hinten der Schneemann-Yeti? Ne, der Schnee-Yeti? Ah. Wo immer alles ist. Ja, da erfriert ein Lebkuchenkolonist. Das können wir natürlich nicht zulassen. Woohoo! You saved a freezing gingerbread man! Der Yeti ist, glaube ich, da hinten. Da laufe ich mal dem hier hinterher. I rule all the lands of ice and snow. You dare enter my home? I'll destroy you all! Kommt er den auch mal zu sehen? Beinahe hätte ich die Abzweigung verpasst. Feel the chill of winter's night. Er hat es auf mich abgesehen. Der zuckert auch im Spiel ganz schön rum. Das liegt jetzt definitiv nicht an der Aufnahme. Die anderen kümmern sich schon um den Schneemann. Oh, das ist terrible! A gingerbread colonist has been frozen! Feel the chill of winter's night! The Yeti has defeated! Jo, der Yeti hat's hinter sich. Na, rennst du wohl? Hey! You defeated the snow! Naja, jetzt habt ihr den Yeti gesehen. When the snow falls. Aber, na, warum hängt das denn hier jetzt gerade so? Warum komme ich denn da nicht raus? Ja, hier hinten wird schon fleißig gefeiert. Ja, ihr dürft mich gerne mitfeuern. Ich verbeuge mich auch mal in allen Richtungen. Hier wäre der Schneemann Overlord gewesen, beziehungsweise er war hier. Aber den habt ihr ja schon bei einer anderen Lebkuchenmission gesehen, in den anderen beiden Teilen, die ich euch dieses Jahr schon präsentiert habe. Aber warum der hier so komisch? Ja. Erfreut euch noch ein bisschen an dem Ausblick. Da wird getanzt, gesungen, geklatscht. Wunderbar. Ihr seid zum Anbeißen. Ah ne, ich nehme alles zurück. Nicht zum Anbeißen. Ihr seid ja aus Lebkuchen. Ja, dann verlassen wir mal die Mission. Noch immer das lieb, dass der hier in Zeitlupe rennt. Das ist seltsam. Na gut. Vielleicht setzen wir uns erstmal. Das macht er auch nicht.
Vielleicht müssen wir uns einfach ein bisschen ausruhen und dann geht's gleich wieder besser voran. Ja, das ist es aber auch schon gewesen. Im Winterwunderland 2018. Ihr habt alles gesehen, zumindest soweit ich das weiß, alles gesehen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei euren eigenen Erlebnissen im Winterwunderland. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, auf Wiedersehen, bis bald.